haben hier bewusst am Brenner diese Botschaft Schützen via ganz Tirol propagiert, um einfach zu zeigen, dass dieser Zaun hier am Brenner keine Lösung ist. Im Gegenteil, dieser Zaun am Brenner würde für die Bevölkerung in Nordtirol und in Südtirol sehr, sehr viele Probleme mit sich bringen, weil er die gesamte Problematik der Flüchtlingskrise hierher auf den Brenner verlagern würde. Unsere Botschaft ist daher, dass es nicht darum geht, hier am Brenner Kontrollen durchzuführen, sondern zum Ersten die EU-Außengrenzen zu schützen und dann bereits Kontrollen in der gesamten Europaregion Tirol, also südlich des Brenners, durchzuführen, weil es geht nicht nur darum, einen Landesteil zu schützen, sondern eben ganz Tirol zu schützen, und deswegen diese Botschaft: Schützen wir ganz Tirol. Also die Politik von Landeshauptmann erinnert mich irgendwie an den Elefanten im Porzellanladen. Also wird viel Porzellan zerschlagen, also jüngstes Beispiel nur herzunehmen, die Finchka-Bahn, was wir selber finanziert haben, was sehr gut funktioniert. Und jetzt will der Landeshauptmann hergehen und die 50%, die Trenitalia da beteiligen, also ist von mir aus gesehen ein Ding der Unmöglichkeit. Ja, und zusätzlich ist die Sache mit der Toponomastik, also dass hier eine paritätische Kommission zuständig sein soll für die Orts- und Flurnamen. Wenn man als Beispiel die Gemeinde Auental, wo 0,86% Italiener wohnhaft sind, dass die paritätisch, das heißt gleichberechtigt, für die Flurnamen zuständig sind, das ist überhaupt nicht nachvollziehbar und nicht gerecht. Wir wollten mit diesem Zaun der Bevölkerung einmal wirklich im wahrsten Sinn des Wortes vor Augen führen, was es bedeuten würde, wenn hier am Brenner ein Zaun errichtet wird und wenn damit Tiroler im Norden von Tirolern im Süden getrennt werden. Denn es ist leicht, über einen Zaun zu sprechen, wenn es diesen noch gar nicht gibt. Aber hier hat man einmal gesehen, was das bedeuten würde. Und das kann und darf einfach nicht die Zukunft unserer gemeinsamen Heimat Tirol sein.